gewürgt vom eigenen Ehemann. Ein grausames Gefühl. Angeblich ein Christ. Das Wort Nein gibt's nicht. Unterwürfigkeit und Gehorsam sind Normalität. Leider mehr verbreitet in der christlichen Szene, als du denkst. Hallo und herzlich willkommen auf Gnadenworte. Ich bin die Ilona. Heute erzähle ich davon, wie es mir erging, als mein eigener Ehemann mich würgte, ich nahe am Tod war und wie ich zur Freiheit gelangt. Die Streitereien waren unterschiedlich. Wenn ich mal den Boden nicht geputzt hatte oder wenn ich ihn um Geduld bat, wenn ich Nein sagte, wenn ich nicht seiner Meinung war, wurde regelmäßig über mich geschimpft. Auch wenn ich mal mich mehr um die Kinder gekümmert hatte und er mal warten musste, war für ihn grausam. Diese Ehe ging gerade einmal 2 Monate lang. Und dann beendete ich das Ganze. Mein eigener Wunsch war es, einen Mann zu haben, der einen liebt. Der mit einem das Leben teilt. Den Glauben, Kinder, vielleicht sogar gemeinsam singt, auch Gedichte schreibt, einen unterstützt. Ein Traum war es, vielleicht gemeinsam zu predigen oder von Jesus zu erzählen. Für andere Menschen da zu sein. Die inneren Werte waren mir sehr wichtig. Am Anfang unserer Begegnung war mein Mann ganz anders. Eigentlich genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Es hat alles gepasst. Er hat mir Lieder gezeigt, die er angeblich geschrieben hat. Hat mir Predigten gezeigt, die er geschrieben hat. Er ging super mit den Kindern um. Er war fürsorglich, half mir. Ich half ihm bei seiner Operation, begleitete ihn überall. Es war für mich normal, ein Geben und ein Nehmen füreinander da sein. Es war genau das, worauf mein Herz sich gesehnt hat. Wir machten sogar das Abendmahl zusammen. Leider stellte sich hinterher heraus, dass alles ein Fake war. Sämtliche Daten, Predigten, Lieder wurden geklaut und sein Name darauf gesetzt. Es könnte mich jetzt sauer machen, aber im Gegenteil, es macht mich traurig. Warum? Wie leer muss man innerlich sein, um solche Dinge zu tun? Ich kann nur erzählen von dem, was ich erlebt habe. Und man sieht, mit was der Mensch innerlich voll ist. Wenn man innerlich leer ist, kann nur Leere und Lügen rauskommen. Man muss sich anders darstellen, als man selbst ist. Ist man voll, hat man es gar nicht nötig. Bist du leer? Betrügst, lügst du, man schreit, man schlägt. Masken fallen. Nach der Eheschließung, eigentlich am gleichen Tag, fing es schon an. Es verwirrte mich ein bisschen, weil ich dachte, okay, es ist vielleicht ein Einzelfall. Direkt an dem Tag, wo ich mich vorbereitet hatte, weiß ich noch, dass wir einen kleinen Streit hatten und dass er mich an die Wand drückte im Bad. Ich war erschrocken und dachte, okay, er ist vielleicht nervös und er hat natürlich eine hässliche Vergangenheit hinter sich. Ich habe mir nichts daraus gemacht. Vielleicht kennst du das Gefühl, du willst jemandem helfen. Er wird sich ändern. Du kannst ihn dabei unterstützen, Stück für Stück aus seiner Vergangenheit rauszukommen. Ein Mensch, der lange falsche oder verdrehte Prinzipien gelebt hat, wird sich so schnell nicht ändern können. Es ist ein Prozess. Ohne Hilfe wird er das nicht schaffen können. Es ist ein großes Stück Arbeit. Ich weiß nicht einmal, wieso ich diese Heirat eingegangen bin. Gerade wenn es am eigenen Hochzeitstag schon so anfängt. Es waren Warnungen, die ich nicht wahrgenommen habe. Ich habe mich lange gefragt, wieso fühle ich mich denn so? Ich stand oft ganz neben mir und habe nicht verstanden, was genau passiert mit mir. Es ist, als würde ich daneben stehen und zugucken, wie mein eigenes Leben gerade verläuft. Also total komisch, als wäre ich gefesselt und schaue zu, wie mein eigenes Leben gerade verläuft und ich tue Dinge, die ich eigentlich gar nicht will. Oder will ich sie doch? Man merkt, man ist gebunden und gefesselt. Ich konnte mich nicht von alleine lösen. Und ich wusste nicht genau, was passiert gerade. Heute weiß ich, dass ich von diesem Menschen seelisch gebunden war. Und sogar auch andere Mächte mit im Spiel waren. Kurz nach der Eheschließung fing es an.
Das erste Mal ging er mir an die Gurgel nach einem Streit. Ihm passte etwas nicht. Geschreie gingen los, ich solle mich unterwerfen und Beleidigungen. Bin ich so wenig wert als eigene Ehefrau? Es war, als hätte ich kein eigenes Leben mehr gehabt. In allen Bereichen. Was mache ich? Mit wem schreibe ich? Mit wem treffe ich mich? Meine Freunde wurden schlecht gemacht. Sie gefallen ihm nicht. Es war, als würde sich mein Leben teilweise wiederholen. Die Kontrolle hatte ich schon in der ersten Ehe in allen Bereichen. Und jetzt wieder das Gleiche? Das gleiche Spiel. Freunde ausgrenzen. Einen Stück für Stück isolieren. Sogar mein Vater fing an, sich einzumischen, weil er merkte, wie ungesund es war. Er musste selber leider viel miterleben. Es kam auch einmal zu einer Auseinandersetzung, als er sagte, wie gehst du mit deiner Ehefrau um? Das wollte er nicht hören, weil dann wäre das ganze Jahr aufgeflogen. Seine Antwort war nur, sie ist mein Besitz, sie ist mein Eigentum, ich kann mit ihr machen, was ich will. Das erschreckte meinen Vater sehr. Er fing an, Angst um mich zu haben, weil er wusste, dass ich so etwas Ähnliches schon einmal erlebt hatte. Ich wurde vor die Wahl gestellt, mein Vater oder mein Mann. Als es immer schlimmer wurde, nahm er mir regelmäßig das Handy ab, meinen Ehering. Er ging aus dem Haus mit den Worten, ich lasse mich scheiden. Diese Erpressungen waren leider fast alltäglich. Es hat nur eine Kleinigkeit gebraucht, falsch aufzustehen, ein falsches Wort und es knallte. Ich hatte Angst, schon morgens aufzustehen und einen Fehler zu machen. Sogar Erpressung mit seinem eigenen Pastor oder auch Rabbiner versuchte er mich zu erpressen, dass ich so eine ungehorsame Frau sei. Ich versuchte es nicht an mich ranzulassen und erwiderte, okay, gib mir die Nummer, ich rufe ihn an und erzähle ihm mal, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Und dann reden wir mal und dann sprechen wir gemeinsam und arbeiten an dieser Situation. Daraufhin wurde er sehr unruhig und ging aus dem Zimmer. In dieser ganzen Zeit wusste ich nicht mehr weiter. Ich fing an, wieder zu Gott zu schreien. Was passiert? Warum fühle ich mich so, als wäre ich gefangen? Ich war gefangen. Aber wie kam es dazu und was musste ich tun? Die Phase der Stellung. Mein Vater und meine beste Freundin gaben mir den Mut, Stopp zu sagen. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Sie erinnerten mich an meine alte Vergangenheit, worüber ich sehr dankbar bin. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen, mich demütigen, mich schlagen lassen. Es gibt Grenzen und das ist vollkommen in Ordnung. Je mehr ich das tute, also Nein sagen, wurde er immer zorniger, schlug gegen die Wand und die Streitereien wurden heftiger. Irgendwann ging er dann auch das erste Mal gegen meinen Hals. Beim ersten entschuldigte er sich auch und sagte, ich habe noch nie eine Frau angefasst, wie konnte ich nur das tun? Er machte sich Vorwürfe, betete und entschuldigte sich. Er würde sowas nie mehr machen. Ich glaubte ihm. Er konnte manchmal so zärtlich sein und dann wieder so grausam. Wenn man zurückblickt, waren vielleicht 90% Grausamkeit und 10% toll. An einem weiteren Tag ging wieder wegen einer Kleinigkeit der Streit los. Meistens, weil ich in seinen Augen ungehorsam war, nicht unterwürfig. Und immer mehr musste mein Hals darunter leiden. Aber an diesem einen Mal fing ich an, meinen Mund aufzumachen. Ich war sauer und sagte zu ihm Dinge, die nicht besonders schön waren. Ich versuchte, mich in der Toilette zu verstecken, machte die Tür zu und sperrte mich ein. Ich weinte und dann fiel mir die gleiche Situation ein. Kurz nach der ersten Ehe hatte ich genau das Gleiche. Ich sagte zu etwas Nein, der Mann war aufgebracht, schmiss die Fernbedienung durch die Gegend und schrie. Ich sperrte mich genauso in die Toilette ein und sagte, was für einen Mann habe ich geheiratet. Und jetzt die gleiche Situation und viel, viel schlimmer. Er klopfte gegen die Tür. Ich machte nicht auf. Dann pochte er gegen die Tür. Ich machte nicht auf. Er schrie und war kurz davor, die Tür zusammenzuschlagen. Ich machte die Tür auf. Er machte mir Vorwürfe. Ich wollte es mir nicht gefallen lassen. Ich habe gesagt, ich will nicht, dass du mich beschimpfst. Ich will nicht, dass du mich so behandelst. Wie ein Stück Dreck. Hör auf damit. Das machte ihn noch wütender. Und wieder ging er an meinen Hals. Ich versuchte, mich von seinen Griffen zu lösen. Versuchte, Stellung zu beziehen. Und stellte mich vor ihm auf und sagte Stopp. In diesem Moment hatte er Angst in den Augen. Und ging wieder voll an meinen Hals. Ich drückte ihn weg. Das ganze Szenario ging auf einmal ins Schlafzimmer über. Und ich weiß bis heute noch, wie er mich an die Wand drückte. Und wieder an den Hals. Ich kann dir nicht mehr die genauen Details sagen.
Ich weiß nur noch, wie er mich auf das Bett schmiss, mit Fäusten, also mit Fäusten so klopfte. Ich war nachher hier grün und blau. Ich lag auf dem Bett, er schaute mich an, setzte sich auf mich und fing an zu drücken und zu würgen. Die Luft blieb aus. In den letzten Momenten, ich weiß nicht, wie lange das Ganze ging. Ich weiß nur noch, dass es mir schwarz vor den Augen wurde. Und ich nur noch einen Gedanke hatte. Jesus, ich bin gleich bei dir. In diesem Moment, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte, ob es in den Gedanken war. Ich schrie nach Jesus. In diesem Moment sprang der Mann auf, weg von meinem Körper. Ich lag apathisch da, halb bewusstlos. Und ich wusste nicht mehr, was ist passiert. War es real? War es nur ein Schauspiel? Was ist passiert mit mir? Wieso ist es so weit gekommen? Nur weil ich Nein sage und nicht unterwürfig bin? Wie kann das sein? Wer bin ich? Mir gingen in diesem Moment, als ich so da lag, verschiedene Gedanken durch den Kopf. Verzweiflung. Wieder so einen Mann. Nur diesmal sogar noch die körperliche Gewalt. Peinlichkeit überfiel mich. Und das alles mit christlichem Deckmantel. Christliche Ehe. Was würden die Leute denken? Und wieder hat diese Frau es vermasselt. Was ist, wenn die Leute mir wieder nicht glauben? Wie damals beim ersten Ehemann. Komplett isoliert werden. Wieder verurteilt werden. Menschen, mein ganzer Umfeld, der sich gegen mich gewandt hat. Worte wurden verdreht und gegen mich gebracht. Freunde, Familie, alles war weg. Stand alleine da. Als der schlimmste Mensch und die Ehebrecherin. Keiner wollte mir in dieser Zeit richtig zuhören. Ich wusste selbst oft nicht, was genau passiert ist damals mit mir. Ich begriff vieles noch nicht. Ich war in vielen Dingen verwirrt. Wusste noch nichts von toxischen Beziehungen, Missbrauchen, Narzissmus. Ich hatte keine Ahnung, was mir passiert ist. Ich wusste nur, was ich getan hatte, was meine Fehler waren. Und ich habe alle Fehler auf mich bezogen, dass ich so eine schlimme Ehefrau war. Ich habe mir jahrelang für mein Verhalten nur noch die Schuld gegeben. Bin online fremdgegangen. Heute weiß ich, was toxische Beziehungen mit einem machen kann, was Narzissmus mit einem machen kann. Es ist wie ein Gift, der sich in einem Menschen verbreitet. Und du siehst es am Anfang nicht. Erst, wenn es zu spät ist. Und dann begreift man Stück für Stück, wieso ist es so weit gekommen. Und man dachte, man ist geschützt, man hat einen gläubigen Partner. Gerade in den christlichen Kreisen ist es sogar noch viel schlimmer. Denn das Ganze ist versteckt. Sie tragen Masken. Nach vorne erkennst du nichts. Wow, was für ein gläubiger Mensch. Und hinter den Kulissen fällt die Maske. Viele wollen es nicht sehen, nicht hören. Es wird ja, du musst beten. Was es aber mit einer Person macht, die leer ist. Und damals war ich leer. Ich wusste es nicht. Ich habe mir alles nehmen lassen. Man kann nur sehen und verstehen und dadurch, wenn man merkt, was für einen inneren Wert man hat, dass man sich nicht so behandeln lassen muss. Auf jeden Fall kamen Gedanken auch noch der Ablehnung. Was sagst du zu den Leuten? Wieder eine Versagerin. Scham ist über mich gekommen. Das kam alles wie so eine Pistole in meinen Kopf. Diese Gedanken. Mein Mann, als er damals wieder aufsprang, fing an zu weinen, entschuldigte sich. Immer die gleichen Szenarien. Nur diesmal war auch Panik bei ihm, denn er wusste, was er getan hatte und dass er dafür verurteilt werden könnte. Ich bat darum, ins Krankenhaus gehen zu dürfen. Er lachte mich noch aus, dass ich nicht so schlimm tun solle, weil ich das Ganze nur flüstern konnte. Meine Stimme war weg. Mein Kopf knickte zur Seite. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr halten. Ich wollte ins Krankenhaus. Er bettelte mich an. Bitte, gehe nicht. Ich konnte ja nicht einmal fahren. Ich war auf seine Hilfe angewiesen. Ich schenkte ihm aber keinen Glauben mehr. Er holte eine Creme gegen die Schmerzen und schmierte mich damit ein. Danach fielen Wörter, ich sei selbst schuld an dieser ganzen Sache. Wäre ich doch einfach nur gehorsam gewesen. Ich lag im Bett und konnte meinen Kopf nicht bewegen, mit Schmerzen. Die Nacht war grausam. Was für ein Albtraum. Die blauen Flecken sah man sofort. Ich versuchte, sie zu verdecken. Und weil er sich mit dem Körper eines Menschen sehr gut auskennt, kaufte er mir eine Halskrause. Er beschwerte sich noch da, dass es so teuer war. Naja, hätte ich ein Rezept gehabt oder wäre ich zum Arzt gegangen, wäre es kostenlos. Aber das Krankenhaus hätte ihn definitiv angezeigt. Es war mir mega peinlich,
mit so einer Halskrause rumzulaufen. Ich schämte mich dafür. Eine Woche später, nachdem meine Freundin immer wieder gesagt hat, mach deinen Mund auf, mach deinen Mund auf, was ist mit dir passiert? Ich erkenne dich nicht, du bist immer leise und ich bin ein fröhlich, lebendiger Mensch. Und dann traf ich mich mit ihr, zeigte ihr meine blauen Flecken, auch meinem Vater. Mein Mann gab sogar zu, nachdem mein Vater ihn gefragt hatte, was er getan hat. Er entschuldigte sich bei ihm. Mein Vater schenkte ihm Glauben. Ich machte Bilder von den Flecken als Beweise. Auch nachdem er das erste Mal gegen meinen Hals ging, fing ich an, Aufnahmen zu machen, um mich zu schützen. Da er mein Handy aber immer wieder wegnahm, war es sehr gefährlich. Und leider kam es auch dazu, dass er nach einem weiteren Streit mein Handy wegnahm und sah, dass aufgenommen wird. Er fand alle Aufnahmen, sogar diese Aufnahme von diesem extremen Würgen auf dem Handy und löschte alles. Meine Beweise waren weg. Lass uns gemeinsam zu einem Licht werden und zu einem Leib Christi mehr zusammenwachsen, in einer neuen Reife, Mündigkeit und Vollmacht, wozu uns der Vater im Himmel berufen hat. Gerne darfst du das Projekt mit unterstützen. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Du darfst uns gerne auf Patreon supporten. Weitere Infos findest du unter gnadenworte.de.